Gleich nächste Ecke machst du Einbruch, kommst du raus, haust ab. Nächste Ecke machst du wieder einen Einbruch und dann haust du wieder ab. Nächste Ecke, so. So eine Leute sind das echt. Vor allem auch, wenn wir nur in einer Gruppe sind, verstehst du? Wenn, reicht schon, wenn wir 4, 5 Leute sitzen und nur rumreden. Schon fährt jede 2 Minuten, kommt eine Wanne vorbei und guckt dich an. Und also die provozieren auch richtig so. Es entwickelt sich praktisch eine ganz große Wut auf die Bullen, wa? Also sagen wir mal, als Beispiel 1. Mai, da haben die ja nur provoziert und haben uns alle angemacht und kommt doch mal her und ihr wollt doch was. Und irgendwann wird es so sein, dass jeder seine Kanone schnappt, dass die jeden einzelnen Bulle wie eine Pickel ausdrücken werden. Aber die schlagen wir auch eines Tages. Die Bullen schlagen wir auch eines Tages. Wie soll man hier wohnen? Wie denn? Hier kann man gar nicht wohnen, hier kann man gar nicht leben überhaupt. Wie man hier behandelt wird, nicht mal Hunde, also so viele Hunde gibt es hier, wa? Die werden nicht mal so behandelt wie wir. Aber wir haben die Hoffnung, wenn wir uns irgendwie wehren, wir sind ja jetzt, wir werden ja immer älter und so. Und wenn wir irgendwie zusammenhalten und uns wehren, haben wir die Hoffnung, dass es irgendwie besser wird. Kriminalität wird es immer geben. Vor allem hier, also. Wo so viele Arbeitslose und ärmere Menschen leben, keine Wohnung haben oder so, gibt es immer Kriminalität. Also wenn das neue Ausländergesetz kommt, dann wird es also noch viel schlimmer. Also wenn das dann kommt und dann Freunde abgeschoben werden, dann ist die Hölle los auf den Straßen, wa? Wenn unter uns einer abgeschoben wird, dann rennen ja die Freunde nur noch auf die Straße und schnappen sich jeden, den sie kriegen und hauen ihm auf die Fresse. Aber 25, 30 Nachfolger haben wir schon. Die spielen noch Fußball. Noch. Jeder Jugendliche ist scharf darauf, in eine Jugendgruppe zu gehen. Oder ist fast. Weil die, die so jetzt dastehen, die stehen hilflos da. Weil einer alleine kann sich nicht mehr wehren. Wenn man in einer Gruppe ist, hat man Schutz. Den Gruppenschutz, den sogenannten. Aber ich sag ihm mal eins, wir sind noch lange nicht am Endpunkt von dieser Gruppengewalt. Wir sind gerade erst am Anfang. So wie es in Amerika ist, wird es hier auch bald werden. Oh, wait, ah!